Moin Moin, heute möchte ich einige deutsche Märchen erzählen. Märchen der Brüder Grimm. In den alten Zeiten, als das Wünsche noch geholfen hat, da lebte ein König, dessen Töchter schön waren. Die jüngste aber war so schön, dass die Sonne selbst, die doch schon so viel gesehen hatte, sich wunderte, wann immer sie ihr ins Gesicht schien. In der Nähe des Schlosses des Königs war ein großer Wald. Dort lag ein Brunnen unter einer alten Linde. An warmen Tagen ging die jüngste Königstochter in den Wald und setzte sich an den Rand des Brunnens. Oft brachte sie ihre goldene Kugel mit, warf sie in die Höhe und fing sie wieder. Das war ihr liebstes Spiel. Eines Tages geschieht es, dass sie wieder am Brunnen sitzt und mit ihrer goldenen Kugel spielt. Als sie die aber fangen will, fällt sie in das Wasser. Die Königstochter folgt ihr mit den Augen, aber die Kugel verschwindet und der Brunnen ist tief, so tief, dass sie den Grund nicht sehen kann. Da fängt sie an zu weinen und weint immer lauter und kann sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagt, da ruft ihr jemand zu: Königstochter Jüngste, was schreist du so, dass ich einen Stein erbarmen möchte? Sie schaut sich um und erblickt einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckt. »Ach, du bist es, alter Wasserpatscher! Ich weine um meine goldene Kugel, die ins Wasser gefallen ist.« »Weine nicht, sei still, Königstochter. Was gibst du mir, wenn ich sie dir hole?« »Was du willst, lieber Frosch, meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, meine goldene Krone.« »Nein, all das mag ich nicht. Habe mich lieb und lass mich dein Geselle und Spielkamerad sein. Ich möchte neben dir an deinem Tisch sitzen, von deinem goldenen Teller essen, aus deinem Becher trinken, in deinem Bett schlafen. Wenn du mir das versprichst, dann tauche ich hinab und hole dir die Kugel herauf.« »Ach ja, lieber Frosch, ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur meine Kugel holst.« Und dabei denkt sie, was der eitle Frosch nur so quakt. Der lebt doch mit seinesgleichen im Wasser und kann nicht der Spielkamerad eines Menschen sein. Der Frosch taucht unter und verschwindet in der Tiefe. Es dauert eine Weile. Dann taucht er wieder auf, hält die Kugel im Maul und wirft sie ins Gras. Die Königstochter ist voller Freude. Sie hebt die Kugel auf und läuft damit fort. »Warte, warte«, quakt der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.« Es hilft ihm nicht. Sie läuft ins Schloss und hat schon bald den armen Frosch vergessen. Der taucht wieder in das Wasser hinab. Als die Königstochter am nächsten Tag mit dem König und den anderen Hofleuten an der königlichen Tafel sitzt und von ihrem goldenen Teller isst, da kommt, plitschplatsch, plitschplatsch, etwas die Marmortreppe herauf. Dann klopft es an der Tür. »Königstochter Jüngste, mach mir auf!« Sie geht und öffnet die Tür. Da sitzt der Frosch davor. Sie erschrickt, schlägt die Tür zu und läuft zu ihrem Stuhl. Und sie ist in großen Ängsten. Das merkt der König. »Meine Tochter, was fürchtest du dich so? Steht da ein Riese vor der Tür und will zu dir?« »Ach nein, Vater, es ist ein Frosch. Als ich gestern im Wald am Brunnen mit meiner Kugel spielte, da fiel sie in das Wasser. Und weil ich so weinte, holte der Frosch sie wieder heraus. Er verlangte dafür,
dass ich sein Geselle und Spielkamerad werde. Aber ich glaubte doch nicht, dass er aus dem Wasser käme. Nun sitzt er vor der Tür und will zu mir. Da klopft es wieder an der Tür. Königstochter Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter, mach mir auf. Da sagt der König, was du versprochen hast, das musst du halten. Also mach ihm die Tür auf. Sie geht und öffnet die Tür. Da hüpft der Frosch hinein und ihr immer nach bis zu ihrem Stuhl. Und als er dort sitzt, quakt er, nun hebe mich hinauf zu dir. Sie zögert, bis der König es befiehlt. Als er da ist, will er auf den Tisch. Und als er dort sitzt, quakt er, nun schiebe deinen Teller näher heran, damit wir zusammen essen können. Sie tut es, aber man merkt, dass sie es nicht gern tut. Nun, der Frosch lässt es sich schmecken. Der Königstochter bleibt fast jeder Bissen im Halse stecken. Endlich sagt der Frosch, ich habe mich satt gegessen, ich bin müde, trage mich hinauf in deine Kammer und mach dein weißes Bett, damit wir uns zum Schlafen legen können. Da fängt die Königstochter an zu weinen. Sie fürchtet sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzufassen wagt und der nun in ihrem weißen Bett schlafen will. Da sagt der König, wer dir geholfen hat, als du in Not warst, den darfst du anschließend nicht verachten. Also trage ihn hinauf. Da packt sie den Frosch mit zwei Fingern, trägt ihn in ihre Kammer und setzt ihn in eine Ecke. Und als sie im Bett liegt, kommt der Frosch gehüpft. Ich bin müde, ich will schlafen, hebe mich hinauf zu dir. Oder ich sage es deinem Vater. Da wird die Prinzessin bitterböse. Sie packt den Frosch und wirft ihn mit aller Kraft an die Wand. Da hast du deine Ruhe, du garstiger Frosch. Aber als er hinunterfällt, ist es kein Frosch mehr, sondern ein Prinz mit schönen, freundlichen Augen, der spricht, eine böse Hexe hatte mich verzaubert. Nur du konntest mich erlösen. Morgen fahren wir in mein Schloss. Dann schlafen sie ein. Als am nächsten Morgen die Sonne sie weckt, kommt eine Kutsche vorgefahren. Sie ist mit 8 weißen Pferden bespannt. Die tragen weiße Straußenfedern auf dem Kopf und gehen in goldenen Ketten. Hinten auf der Kutsche steht der Diener des jungen Königs, der treue Heinrich. Er hatte sich so gesorgt, als sein Herr als Frosch verwandelt wurde. Er hatte sich deshalb 3 eiserne Bande um das Herz legen lassen, damit es nicht vor Traurigkeit und Weh zerbricht. Nun hilft er den beiden beim Einsteigen, stellt sich hinten auf die Kutsche und freut sich über die Erlösung seines Herrn. Als sie eine Zeit lang gefahren sind, da hört der Königssohn, dass es hinter ihm kracht, als würde etwas zerbrechen. Schnell dreht er sich um. Heinrich, Heinrich, der Wagen bricht! Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr eine Fretsche warst. Noch 2-mal kracht es hinter dem Königssohn und jedes Mal glaubt er, dass etwas zerbricht. Aber es sind die Bande vom Herzen des treuen Heinrichs, der sich freut, dass sein Herr erlöst und glücklich ist.